Dzień dobry. Nie bardzo udało mi się cokolwiek zrobić w doli rozjaśnienia ekranu, niestety. No ale cóż, poradzę. Barwy są bardzo żywe, co nie? Ale bardzo ciemne. No, tak to wygląda. Nie, modyfikacja fajna. To nie mogę powiedzieć. Skóra trollada Piero. Ma porachunki z tronem. Aha. A miałem pogadać z tym Jasperem jeszcze, tak. So. Nun brauche ich deine Hilfe, Jasper. Bonos Haus erscheint mir besser gesichert als das Gebäude der Stadtwache und des Stadtvorstehers zusammen. Nicht einmal große Fenster gibt es. Wie soll ich da reinkommen? Nun, Bursche, du bist ja hier, um etwas zu lernen. Also mach mal ein paar Vorschläge. So was lasse ich mir eigentlich nicht gefallen. Aber in deinem Zustand... Was ist, wenn ich selber anfangen würde, für Bono zu arbeiten? Du hast als Fremder hier keine Chance, bei Bono angestellt zu werden. Er nimmt nur Leute, die er schon jahrelang kennt. Unternehmer. Ich könnte versuchen, die Wachen zu vergiften. Mit Bono selbst werde ich im Notfall fertig, wenn er mich sieht. Vergiss es. Die Wachen sind zu viele. Die würdest du nie alle erwischen. Und ich wette mit dir, Bono hätte innerhalb von Sekunden doppelt so viele Ersatzleute. Ein Hintergrund ist es ja nicht. Also, wie soll ich es machen? Du hast das Haus noch nicht gründlich ausgebaut. Eingänge müssen nicht immer ebenerdig sein. Hast du dir schon mal überlegt, wie die Bogenschützen auf das... Nein. Es muss also einen Eingang auf dem Dach geben. Ich muss nur herausfinden, ob dieser Eingang für mich nutzbar ist. Allerdings sehe ich das ja von hier unten nicht. Genau. Deshalb schlage ich vor, du begibst dich auf den Turm. Von dort oben solltest du das Dach von Bonas Haus gut sehen. Und was ist, wenn ich dort oben erwischt werde? Da sitze ich doch in der... Tja, dann lass dich nicht erwischen, Bursche. Nee, das ist so wappert. Du immer noch die Flucht ins kühle Nass. Wie auch immer, die oberen Stockwerke... Ale fajnie, tak zaimplementowane GTA do... Alles klar. Butika. Trochę. Warum hast du dir den Schatz eigentlich nicht selber wiedergeholt, wenn du wusstest, dass Fergus ihn hatte? Warum? Na, das wollte ich ja, Bursche. Allerdings wusste ich auch erst seit einigen Tagen davon. Und es hat sich noch nicht die Möglichkeit. Du bist mir also einfach zuvor gekommen. Aber sei es drum. Er hat auch erzählt, dass du dich an die Tochter des Bürgermeisters... No, także udało się nam. Od paru dni. Dobra, gdzieś tu wieża miała być, prawda? Wysokie mury strasznie. Gdzie jest ta kurwa wieża? Wieża w porcie. Miasto nie jest duże, ale takie przytulne się wydaje. Właściwie to sam port i tyle. Jest. Co, że tutaj? Gdzie jest ta wieża? Hey du, was schleichst du da rum? To jest magazyn raczej. Właśnie nie widzę bardzo miejsca. Nie no, chyba o to chodzi. Tylko jakie tam mogę wejść? Ja już tam byłem, szczerze. Serio, nie wiem. Kurwa. Tylko tutaj się wyżej nie będzie dało wejść. Trzeba sobie odpowiedzieć od razu na to pytanie. Hej du! Was schleichst du da herum? No raczej nie tu.
du hast gestern Abend kräftig einen über den Durst getrunken. Nie wiem, wejdźmy na to. Za grosz nie mam pojęcia. A, chyba o to chodzi? Wieża, wieża, kurwa, tu nie ma żadnej wieży, to są budynki co najwyżej. Ostrze. No naprawdę nie mam pojęcia bardzo. Co nie stawia mnie w dobrej sytuacji. Kim ty jesteś? Bleib mir fern. Eine Frau wie ich gibt sich. Ha. Hey du. Można tu wchodzić? Guten Tag, Herr Richter. Wieso hält mich bloß jeder für einen Richter? Liegt es daran, dass ich als einziger in dieser Stadt einen Hut trage? Ich bin Bürgermeister dieses Ortes. Na tak. Verzeihung, Herr Bürgermeister. Schon gut, mein Junge. Verzeih einem alten Mann. Sprich mit Hauptmann Gerard. To z nim nie pogadamy dużo. Taktyka walki. No i też nic nie ukradniemy bardzo. No, ty chuju. Chcę mu to ukraść bardzo. Udało się. Jest też kufers. A to jego żona pewnie jakaś. Dobra, nadal nie wiem, gdzie jest ta wieża w porcie. Nadal nie mam pojęcia. Aranos zum Gruß. Ja, Männer mit Augenblick. Hast ja einen Mordsäbel an deinem. Allerdings, ich bin kein verweichlichtes Zucker. Diesen Säbel habe ich von einem kleineren Pirat. Ich habe diesem dreckigen Pirat seinen Schädel mit einem Schürhaken eingeschlagen, als er immer. Die Waffe behielt ich als Trophäe. Und zur Ab. Ich wollte mir aber nachher gleich eine Schüssel verdienen. Ja, das abschrecken. Das denkst du vielleicht. Zum Beispiel der Alchemist. Angeblich verwandelt er sich in Tiere oder treibt Unzucht mit ihnen. Auch Reisende sind gefährlich. Einmal kam ein Fremder in die Stadt. Er hatte Glück. Damals hatte ich nur einen kleinen Dolch. Sein Vergehen hat ihn nur einen. Heutzutage traut sich so etwas keiner mehr. Da wäre nämlich. Wenn nicht sogar mehr. Mit dem riesigen Säbel? Genau. Also. Brauchst du noch irgendwas? Ich meine, ich komme in nächster Zeit sicherlich viel herum. Mal überlegen. Ja, da, wie du sicher weißt, verkaufe ich die Pralinen und sie gehen wirklich gut weg. Ich denke deshalb darüber nach, noch mehr Delikatessen. Gut, und? Einer der Fischer brachte diesen merkwürdigen Panzer, eines mir bisher unbekannten. Er erinnert mich an eine Art Krabbe, ist aber viel größer. Wenn das Fleisch ebenso schmackhaft Krabbe? Ist wie Krabbenfleisch, also, was vor, kannst du mit nur einem Tier eine Menge. Genau. Ich weiß aber nicht, wie dieses Tier aussieht, wie gefährlich es ist. Und wo? Du müsstest außerdem das Fleisch probieren, sowohl roh als auch gebraten. Und wenn es giftig? Tja, am besten du hältst einen Heiltrank bereit. Es gibt einen Grund, warum ich. In Ordnung, ich gehe auf Krabbenjagd. Dann gib mir aber den Panzer, damit ich weiß, wonach. Kein Problem. Gib bei der Suche Acht auf dich und viel Glück. Zeig mir. Aj tam, pierdolę, takie głupoty. Pierdolę, takie głupoty. To był dom sędziego, tak?
Tylko ta wieża jest w porcie, prawda? W sensie... że z nim pogadać można jeszcze. Tak, wieda. Pokaż mi swoje towary. 14 wytrychów mamy. Kurwa, ja tu się zakradałem, jakieś głupie rzeczy robiłem. A teraz mogę tu normalnie chodzić przecież. Dobra, bo serio, nie bardzo wiem. Nie bardzo wiem jednak, gdzie to może być. Mi się wydaje, że jakoś... tu może. Ja bym wszedł tu chętnie. Kurwa! Wejście graniczy z cudem. A tu? Takie latarnie często da się wchodzić. Z tobą mogę pogadać? Ich hab gehört, du stehst mit Belia am Bunde und trinkst. Ja, allein die Blicke, wenn sie bei mir. Aber irgendwas ist da doch dran. Du scheinst in Ordnung zu sein. Vor einigen Tagen ist es mir geglückt, eine magisch. Man sollte sich nun durch ihre Benutzung. Suchst du etwa ein Vers. Oh, war nur ein Sprichwort aus meiner Heimat. Ich meinte eigentlich, ob ich für dich testen soll, ob die Spruchvolle von. Ach, ich weiß nicht recht. Ich bringe äußerst ungern andere Leute, aber andererseits. Gut, dann gib schon her den Wisch. Ich berichte dir dann, ob es funktioniert hat. Kann ich ihn wie eine normale Spruch. Ja, aber ich garantiere für nichts. Ich bin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Spruchrolle wirklich anwende. Beim Händler gibt es sicher eine gute Stange Gold dafür. Aha, dobra. Może być dobry pomysł. Dobra. Kurwa, co z tą zajebaną... Najgorsze jest to, że właśnie nie wiem, gdzie to jest. To jest najgorsze. Bo samo tam dostanie się, to nie jest problem. Dobra, zrobię małe cięcie. Nie, no jestem. Powiem wam, kurwa, że jak ja myślę czasem sobie, że ja marnuję czas, że ja nic nie robię, że ja tutaj biegam tylko od miejsca do miejsca i tak właściwie to mi nie spożytkuje niczym. Możliwe, że to jest... Nie, no raczej nie. Dobra, nie wiem, nie wiem. Ziomek sobie grał przez x godzin i wiecie co zrobił? Gówno zrobił. Kurwa, biegał tylko po NPC-tach i tyle. Wer bist du denn? Ich bin Sid oder auch der Ver... Ist alles klar? Nein, Mann, bei mir ist alles scheiße. Ach, hau ab, denn du bist eins... Nein, bin ich nicht. No i fajnie. Hey. Ah ja, du bist... Wie läuft es denn? Ach, du kennst das doch. Ich arbeite den ganzen Tag... alle abends müde ins Bett und wenn es diese verdammten Pier... die einzige Abwechslung und somit auch Vergnügen... Ah, Walki, no tak. Ich habe ja... Was? Du willst mir dem... Naja, ich würde mich eher als Liefer... Und wenn ich recht darüber nachdenke... Pass auf. Ich gebe dir für jeden Fisch, den du mir besorgst, 5 Gold wenig. Somit bekommst du immer noch mehr Gold als bei jedem anderen Händler in diesem verdammten... Sagen wir 3 Gold weniger und wir sind im Geschäft. Vergiss es. 5 Gold oder wir landen. Na gut, 5. Ich konnte ein... Ja? Na dann zeig mal her. Wszystkie. Ah gut, die Standardware. Dostałem 5 Stück. Kann ich bei dir? Ja, natürlich. Und zwar... Aber
Wenn du mal richtig genießen willst, dann... Du machst Werbung für Carina, deine Kuh. Nun, sie ist meine Mutter und verwendet meine Fische. Oh, klingt... Jasper hat nämlich auch gesagt, dass du ordentlich eine gekauft. Was ist denn mit den Piraten? War, meinst du wohl. Hä? Was war mit den Piraten, ist die richtige... Eigentlich drücke ich ja nicht jedem Stück Treibgut, das hier angeschwemmt wird, meine Lebensgeschichte ins Ohr. Aber es weiß sowieso jeder im Dorf. Also, wenn es dich interessiert, wirst du es sowieso erfahren. Und dann besser von mir als von den Tratschweibern hier im Dorf. Früher besaßen meine Eltern eine große Fischfangflotte. Am besten erzähle ich dir mal, die Piraten kamen... Dobra, Piraci przyszli, zniszczyli, tak to było. Wie gesagt... Oh, das tut mir leid für... Ja, ja, schon gut. Dann zeig mir... Es sind keine scheiß Blubberfischli. Ganz normal. Bursche, nimm dich in Acht, sonst landest du... Und das ist richtig viel an ihm. Ah ja, Captain. Zeig mir dein... Dużo ich jest, no. No, sporo ich. Du hast gar keine Probleme? Nee. Also, in letzter Zeit... Ach, ich hab noch mit keiner... Und was ist deine Meinung nach dafür? Ich habe diesen komischen Camillo, den irgendetwas Merkwürdiges passiert da auf jeden Fall. Wahrscheinlich läuft er nachts als Lurk, deshalb muss ich jetzt immer weiter herausfahren, um genug Fisch... Was soll ich dagegen tun? Ach, sei so gut und hole mir von Carina eine Fischsuppe. Da trage ich dieses Theater... Ich bin einfach... Ich weiß nicht, wie viel die Suppe momentan kostet. In Ordnung, besser als nichts. Aber... Du bist ein Esel. Ich muss sie nicht bezahlen, aber du... Ich weiß nicht, ob... Das Gold landet eh wieder in meiner Tasche. Also kann ich dich damit losschicken. Ah ja. An die... Tylko my już za darmo dostaliśmy. Ich danke dir. Was hat es mit Adrians... Naja, Adrian ist relativ neu hier. Er veranstaltet kleine Kämpfe unter den Leuten. Man kann eben wetten und sich so ein bisschen... Hört sich interessant an. Wie funktioniert das? Ach, geh am besten hin und frag ihn. Dobra, pogadaliśmy. Może pójdziemy na te walki. To nie jest głupia, że to nie jest głupia opcja. No jak na razie nie wiem serio, gdzie jest ta wieża. Ziomek też miał problem z tym, gdzie jest ta wieża. On przez 4 godziny biegał po tym mieście i kurwa wiecie co zrobił? Nic nie zrobił, dosłownie. Nic nie zrobił. Zainspirował mnie jednak do jednej rzeczy. Nie do podpierdolenia lagi, ale do tego. No byśmy zawalczyli, myślę. Dobra. Przewijamy, bo to tam wiecie, pierdoli i tak dalej. Pierdoli głupoty. Zasady pewnie normalne są. Zapiszmy grę na drugim slocie. Ten Fergus, muszę go przyprowadzić? Czy on przyjdzie? A, opuściłem. No właśnie nie chciałem czegoś takiego. A nie chce mi się 5 minut czekać.
Dobra, mogę bez pozbierać przynajmniej. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Weg mit der Waffe! Na bitte. Immer mit der Ruhe. Weg mit der Waffe! Na bitte, geht doch. Walczymy czy nie w końcu? Immer mit der Ruhe. Coś się zjebało. Weg mit der Waffe! Na warte, du Mistkerl. Zeig's ihm! So ist gut! Mach ihn fertig! Chyba damy radę. Immer feste drauf! Pokaschmo! Hau drauf! Pokaschmo! Niemce, Polaki, kurwa. Wykończ go! Zeig's ihm! Fall z całej siły! Nicht schlecht. Zepsuto zadanie? Dlaczego, że go ukradłem, prawda? Weg mit der Waffe. Chyba jednak warto było poczytać. Weg mit der... A! O tych zasadach. Immer feste drauf! Mach ihn fertig! Immer feste drauf! Na macho! Czyli nie można ukradać. Zeig's ihm! Nieźle! Co, wygrałem? Można go okraść? Walki na arenie. A, nie ma. No nie można ukradać chyba. Chyba nie można ukradać po prostu. Co mogłoby się wydawać w miarę logiczne. Co się stało? Przecież ja walczyłem z nim na arenie. Czy to nie była walka na arenie, bo ja wyciągnąłem broń? Kurwa mać. Dobra, muszę jeszcze raz zapisać, bo ja trochę spieprzyłem chyba sprawę. Kurwa mać. Trzeci raz będę walczył z debilem. Bo to nie była jako walka na arenie, tylko jako walka, kurwa, tak o. Nie wiem, skąd odwiedział o tej walce. Ah, du bist also mein... Ach, mach nur, du hast eh keine Chance. Rybi ubie. Jakiś silniejszy teraz? Immer feste drauf. Mach ihn fertig! Immer feste drauf! Zeig's ihm! Immer feste drauf! Mach ihn fertig! Zeig's ihm! Immer feste drauf! Immer feste drauf! Nicht schlecht! Wygrałem? Ledwo. Czyli tak wygląda walka. No był silniejszy. Nie! Zepsułem to! Zapomniałem! Zapomniałem!
Ja pierdolę, zapomniałem, ale udało mi się. Zrobił mu bem. Wygrałem z rybim łbem. Czemu ja zawsze mam takie głupie problemy? Nie wiem, gdzie jest wieża i nie wiem, co robić. I wtedy mnie gra zaczyna wkurwiać strasznie i... A! Immer feste drauf! Mach ihn fertig! Nieźle! Teraz poszło dużo lepiej. Rybi łeb. Boah, hast mir bei unserem Arena-Kampf aber ordentlich eine über die Rübe ge... Damy radę go okraść? Dobra. No raczej za mało zręczności. Mamy nadal pierwszy poziom. Nic bardzo nie możemy. Jakieś tam zadanka mamy. Dobra, ale pójdziemy dalej w następnym odcinku. Cześć.